Herzlich willkommen in Anis Welt. Weiter geht's mit dem vierten Teil von meiner Reihe Vorrichten. Es beginnt ein neuer Tag in unserer neuen Welt. Vom herrlichen Kräuterduft geweckt, überlegte ich, was ich heute tun wollte. Ich machte mich auf und ging spazieren. Mein Ziel war unser Gemeinschaftsdolmen. Heute war keines von unseren gemeinsamen Treffen vereinbart. Trotzdem war der wunderschöne Dolm, eingebettet in die herrliche Natur, immer einen Ausflug wert. Ich nahm vor einem Stein Platz und genoss die Ruhe und Harmonie dieses Ortes. Die Vögel zwitscherten eine schöne Melodie, bei der ich total entspannte. So vollkommen bei mir kamen Bilder der Vergangenheit in mir hoch. Ich sah, wie die Menschen vor 9000 Jahren lebten. Erstaunlich. Bis auf die neue Farbe Monoli lebten die Menschen, wie wir jetzt, in friedlicher Eintracht. Sie schliefen wie wir in Erdkuhlen, aßen die Früchte direkt vom Baum oder Strauch. Und das Bemerkenswerteste war, dass sie in einer Sprache miteinander redeten, die mir seltsam bekannt vorkam. Dagazurus, Becano Isitivas. Isakenas Hagalas. Isakenas Hagalas. Urutsna Uditz Dagas. Isa Akenas Hagalas. Becano Isana Udis Daga Zurus. Gespannt hörte ich zu, denn obwohl ich diese Sprache nie gehört hatte, verstand ich ihre Bedeutung. Eine wunderschöne Frau blickte mich direkt an. Aber wie kann das sein? Ich erschrak, denn bisher dachte ich, nur ein Betrachter dieser vergangenen Zeit zu sein. Lächelnd kam sie auf mich zu. Mir wurde ganz anders. Als sie direkt vor mir stand, sagte sie: "Endlich hast du den Weg zu uns gefunden, meine liebe Schwester." Schwester? Ja, ich erinnerte mich. Ich stand vor meiner Schwester. Abgefahren. Spontan umarmten wir uns. Sie nahm mich in den Arm und ich war erstaunt, dass ich ihren physischen Körper spüren konnte. Ihre langen, lockigen Haare kitzelten in meinem Gesicht. Ich war so erstaunt und so voller Freude. Unsere Herzen waren eins, als wir uns umarmten. Was für eine Energie! Sie sagte: "Ich freue mich so sehr, dass du nun endlich den Weg zurück zu mir gefunden hast. Komm mit, ich möchte dir etwas zeigen." Sie nahm mich bei der Hand und führte mich in die Kammer des Dolmens. Er sah fast noch genauso aus wie in der jetzigen Zeit. Allerdings befand sich rundherum ein ovaler Steinkranz, der im Laufe der Jahre bei uns verschwunden war. Sie fragte mich: "Spürst du sie? Die Kraft unserer Vorfahren?" Ich muss gestehen, ich war viel zu aufgeregt, um dies jetzt zu fühlen. "Komm zu mir, lege deine Hand auf meine Stirn und die andere auf mein Herz." Ich folgte ihren Anweisungen. Mich durchflutete eine so starke Wärme und Energie, die ich kaum in Worte fassen kann. Es fühlte sich so an, als wenn viele helle, glitzernde Strahlen durch meine Hände fluteten. Aus dem Herzen kamen grüne Strahlen und aus der Stirn lilafarbende.
Diese beiden Lichtströme rauschten durch meine Arme direkt zu meinem Herz und meiner Stirn. Mein Herz verschmolz zusammen mit dem Herzen meiner Schwester. Dasselbe passierte mit der Stirn. Das grüne Licht des Herzens und das lila Licht der Stirn verschmolzen zusammen mit dem Herzen und der Stirn meiner Schwester. Was für ein wunderschönes Farbenspiel. Ich fühlte mich von der Liebe durchflutet und schaute in die klaren Augen meiner Schwester. Sie lächelte mich an und sagte: Schließe die Augen. Atme tief ein. Sei ganz im Vertrauen und folge mir. Fasziniert von dem, was mit uns geschah, ließ ich jegliche Widerstände in mir los. Diese Liebe, die ich jetzt fühlte, war so vertraut und so voller Geborgenheit. Wahnsinn! Ich ließ mich auf das Abenteuer ein. Meine Schwester und ich fassten uns an die Hände und drehten links herum. Ganz schnell, obwohl wir beide noch an genau demselben Ort standen. Es war wie ein im Jetzt und Hier sein und auch doch wieder nicht. Langsam hörten wir auf, uns zu drehen. Um uns herum standen ehrwürdige Wesen, die respektvoll auf uns schauten. Sie waren viel größer wie wir, so wie Riesen. Trotzdem fühlte ich mich nicht klein, sondern geliebt und aufgenommen. Darf ich vorstellen, sagte meine Schwester, das sind unsere Ahnen. Mir fiel die Kinnlade herunter. So viele waren hier um uns versammelt, um uns in Empfang zu nehmen. Fantastisch. Ich schaute mir jeden Einzelnen ganz genau an und erkannte in jedem einen Teil von mir wieder. Mal war es die Nase, dann die Augen, der Wirbel der Haare an derselben Stelle wie bei mir. Selbst Muttermale befanden sich an derselben Stelle. Faszinierend. Meine Schwester lächelte mich geheimnisvoll an. Mir gingen tausend und eine Frage durch den Kopf. Ich blickte zu meiner Ur-Ur-Oma. Sie sah mir am ähnlichsten. Nein, sie sah sogar genauso aus wie ich. Ich schaute quasi in mein Spiegelbild. Meine Uroma kam auf mich zu. Ernst schaute sie mich an. Und doch war große Liebe in ihren Augen. Meine Augen? Ja, sagte sie. Ja. Du bist ich und ich bin du. Das Erdenleben ist ein immerwährender Kreislauf. Du hast zu uns zurückgefunden. Das war dein Weg. Du suchtest immer nach dem Sinn des Lebens und nach Antworten. Mein Liebes, du bist angekommen. Ich brach in Tränen aus. Die Sehnsucht und die Suche hatte nun endlich ihr Ende gefunden. Ich sank auf die Knie und meine Ur-Ur-Oma, nein, ich, sank auch ebenfalls auf die Knie und nahm mich in den Arm. Wir verschmolzen zu einer Einheit. Ich kann nicht sagen, wie lange wir uns in dieser herzlichen Einheit befanden. Noch nie in meinem Leben habe ich mich geliebter gefühlt. Meine Schwester sprach mich sanft an. Komm mit mir. Unser Opa möchte dich um etwas bitten. Schweren Herzens löste ich mich aus der totalen Erinnerung und stellte mich vor meinen Opa. Mein liebes Kind, sprach er. Jetzt, wo du um die Kreisläufe des Seins weißt, möchte ich dich bitten. Bitte, bitte, gebe die Ahnenfolge weiter. Du wirst zu einem Mann geführt werden.
Diesen Mann habe ich geschickt. Vergiss das nicht. Versperre dich nicht der Liebe und verbinde dich mit ihm. So gibst du mir die Möglichkeit, auf dieser neuen Erde ein Leben zu führen. So weit hatte ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Nachdenklich schaute mich mein Opa an. Er erwartete eine Antwort von mir. Ich öffnete meine Hände und Opa legte seine Hände in die meinen. Tief schaute ich ihm in die Augen und wie von selbst kamen diese Worte aus meinem Herzen. Ich werde mit Bedacht alles dafür tun, dass diese wundervolle Ahnenreihe weiter fortgeführt wird. Dafür bitte ich um deinen Segen und den Segen aller Ahnen. Ein Raunen ging durch mich hindurch. Alle Ahnen raunten: Othala, Othala, Othala. Das traf tief in mein tiefstes Innerstes. Meine Schwester ergriff nun meine Hände. Wir fingen an, uns zu drehen und befanden uns wieder in unseren Dolmen. Noch immer ganz perplex nahm sie mich in den Arm und sagte: Folge dem Wunsch unserer Ahnen. Du bist sie und sie sind du. Sorge dafür, dass sie in einer Welt voller Liebe leben können. Still nickte ich, denn Worte brachte ich in dieser Situation nicht über die Lippen. Wir traten aus dem Dolmen heraus und ich war wieder in meiner Welt. Puh, das musste ich erst einmal sacken lassen. Ich setzte mich ins Gras und dachte über die Geschehnisse nach. Hatte ich mir das vielleicht auch alles nur eingebildet? Selbstzweifel stiegen in mir hoch. Und ich rappelte mich auf und machte mich auf den Weg nach Haus zurück und dachte über meine blühende Fantasie nach. Doch was war das? Wer läuft denn da im Wald umher? Kenne ich den? Weiter geht's in meinen nächsten Vorrichten. Vielen Dank für die Spenden, die mich bisher erreicht haben. Wenn auch du meine Beiträge magst und mich dabei unterstützen möchtest, findest du Informationen in der Box zu meiner Kontoverbindung. Vielen Dank für deine Wertschätzung. Sei auch bei meinem nächsten Beitrag wieder mit dabei. Deine Annie.